You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this is the Meine Damen und Herren, wir haben auch gelegentlich Kritik aus dem Publikum. Übrigens wundern Sie sich nicht über meine Augen. Sie denken vielleicht, ich sehe verlebt aus oder so. Das ist wirklich, heute Morgen, als ich aufstand, hatte ich ganz dicke Augen, ne, entzündet, ohne vom Pferd gefallen zu sein. Also einfach so von alleine, irgendwie ein Gerstenkorn oder sowas. Also geht wieder weg. Lass mich demnächst, wenn ich wieder besser aussehe, fotografieren. Und zum Beweis, dass alles in Ordnung ist. Wir haben Kritik aus dem Publikum bekommen, gelegentlich, und natürlich, Sie wissen ja, bei uns lernt jeder von der Pike auf Kritik ertragen und sich entsprechend dann auch eben auch einzurichten, und wir haben das auch so gemacht, und die Leute haben mit Recht gesagt, pass mal auf, so geht's nicht, ihr könnt nicht immer hier so Lieder singen in irgendwelchen fremdländischen Dialekten, das versteht man ja noch nicht so ohne weiteres. Nun geht dadurch Ihnen zwar kaum was verloren, weil Sie sich schon denken können, dass es sich immer um dieselben Sachen handelt, Liebe und so ein Zeug, also lauter Sachen, die im Schlager und in der Unterhaltungsmusik sehr leicht abgehandelt werden und die im Leben ebenso schwer sind. Aber wir haben uns da gar nicht verblüffen lassen. Wir haben gedacht, darauf gehen wir ein und wir machen das, also wie die Leute wollen, und singen auch in unseren Sachen, die auf unserem Mist gewachsen sind. Und da haben wir ein Stück ausgesucht von unserer ersten Schallplatte, das Stück, dieses gruselige Stück, wo jemand nachts seiner Frau verlustigt geht. Und das heißt, nachts ich träume düster.